Dark Showdown Fortuna-Turnier, Achtelfinale, Creepy Smile vs. Marco 103. Creepy Smile. Smile konnte leider nicht abgeben, deshalb ist Marco 103 automatisch weiter. Ihr könnt euch im Folgenden trotzdem seine Runde anhören. Marco 103. Menschen sind bedauernswerte Kreaturen. Klein, schwach und willenlos. Gesteuert durch ihre Emotionen laufen sie durchs Leben und denken, sie wären etwas Besonderes. Sie denken, ihr Leben wäre von Bedeutung. Sie denken, sie wären beneidenswert wegen Reichtum, Schönheit oder Stärke. Sie meinen, sie hätten einen freien Willen, könnten bestimmen, was aus ihrem sogenannten Leben wird, wie es abläuft und wie es endet. Manche ahnen nicht einmal, dass sie bloß minderwertige Marionetten sind. Marionetten, welche nach ihrer Aufführung in eine Ecke geworfen und vergessen werden. Marionetten, welche bloß zum Vergnügen des Publikums gemacht wurden. Wenn man sie jedoch aufklärt, wenn man ihnen dieses alles vor Augen führt, leugnen sie es oder werden depressiv. Sie sind so schwach. Wie kann sowas Schwaches und Zerbrechliches überhaupt die Hoffnung haben, etwas bewirken zu können? Wieso denken sie, sie wären von Bedeutung? Die ganz armseligen Exemplare meinen sogar, sie könnten auf andere rumhacken oder ihnen Schmerzen zufügen. Sie meinen, besser zu sein, stärker, cooler. Jedoch sind dies meistens jene, welche früher oder später unter dem Druck des Lebens zusammenbrechen. Menschen sind so dumm, so naiv, dass sie nicht merken, wie sie sich selbst und ihre Umwelt langsam zerstören. Wie sie sich selbst beginnen auszurotten, sich unfruchtbar machen und somit die Chance des Überlebens einen harten Schlag versetzen. Sie meinen, sie könnten sich alles erlauben, alles mit der Natur machen. Doch irgendwann wird ihnen jemand Einhalt gebieten. Jemand, welcher heute noch tief schlummert, wird bald erwachen. Erwachen und die Menschen werden wieder das bekommen, was sie verdienen. Hahaha.